Der Podcast Dialoge ohne Masken ist ein Podcast für Profisportler, Künstler, Führungskräfte, Unternehmer und alle Menschen, die ihre mentalen und geistigen Fähigkeiten ausbauen möchten. Zudem geht es darum, dass sich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so zeigen können, wie sie wirklich sind. Diese berichten über ihre Gefühlswelten und Weltansichten, ihren Weg zum Erfolg und auch über extreme Erfahrungen, um dir die Information zu geben, die du benötigst, um die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Sometimes you win, sometimes you learn. Tatsächlich, da bin ich ganz großer Verfechter davon, dass alles, was man in seinem Leben erlebt, auch einen Sinn hat. Mit Schweinchen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, da gibt es doch diese Schweine, die schwimmen können und die da so rumplanschen am Strand. Das finde ich so geil. Herzlich willkommen zum Podcast Dialoge ohne Masken. Heute mit Nele Schenker. Und Nele Schenker war früher Leichtathletin. Heute ist sie Sport- und Fußballmoderatorin. In der Corona-Krise hat sie das Fitnessformat Sky Gym ins Leben gerufen, damit sie die Sky-Zuschauer in einem 10-Minuten-Workout fit halten kann. Zudem ist Nele Botschafterin des Team Bananenflanke. Seit 2017 engagiert sie sich für den Verband, welcher sich für behinderte Kinder und Jugendliche einsetzt und mit ihnen nicht nur in einer eigenen Fußballliga Erfolge feiert. Nele Schenker ist Mitgründerin des Vereins Team Bananenflanke München e.V. Außerdem ist Nele Schenker Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses in ihrer Heimatstadt Cottbus sowie Sportschirmherrin der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Seit 2017 unterstützt sie diese bei unterschiedlichen Sportevents wie auch dem Home Ride, einem Charity-Radrennen, bei dem sie schon dreimal selbst teilgenommen hat. Liebe Nele, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir diesen Podcast hier aufnimmst. Und jetzt leite ich an dich über. Wer ist der Nele Schenker, wenn man sie mal nicht als Fußballmoderatorin sieht? Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin die Nele und abgesehen von dem, was du so hervorragend vorgetragen hast, bin ich, denke ich, eine lebensfrohe, freche, sehr ehrliche Person, die natürlich auch im Privaten sehr sportbegeistert ist. Das zieht sich bei mir durch. Ich würde behaupten, dass ich eine sehr gute Zuhörerin bin und auch sehr gerne Freundin bin. Vielen lieben Dank. So, du weißt ja, was auf dich jetzt zukommt. Also du wirst jetzt diese 8 Hauptfragen bekommen, die bilden diesen Rahmen für den Podcast. Danach darfst du mir eine Konterfrage stellen und ich weiß, als Moderatorin bist du geübt, Fragen zu stellen. Und dann darfst du noch eine Person nominieren, eine Person des öffentlichen Lebens, die ja zu unserem Format passen könnte. Ich denke, du wirst dann auch ein Gefühl dafür haben, wer da ganz gut zu uns passt. Ja, darf ich starten? Ja, bist du bereit? Los. Du bist bereit. Okay, erste Frage behandelt das Thema Dankbarkeit und das ist auch der Inhalt der Frage. Wofür in deinem Leben bist du dankbar? Dankbar bin ich tatsächlich für viele Sachen. Ich finde auch Superlative schwierig, also da jetzt eine Sache so ganz groß hervorzuheben. In erster Linie bin ich natürlich dankbar dafür, dass meine Familie und meine Freunde soweit gesund sind, dass ich gesund bin. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, was ich auf jeden Fall voranstellen will. Eine andere Sache, für die ich super dankbar bin, ist, dass ich das machen darf, was mich erfüllt. Und das ist die Leidenschaft zum Sport, die ich zu meinem Beruf gemacht habe. Ich darf Menschen bewegen, auch wortwörtlich bewegen an den Bildschirmen. Und ich darf ganz viele Menschen kennenlernen und verbinden durch den Sport. Ich darf meine 2 Herzensprojekte, die du schon angesprochen hast, vertreten und auch mit dem Sport Gutes tun. Und aus dieser Leidenschaft ziehe ich auch eine ganz große Kraft. Und ich muss sagen, dass dieses Wort Arbeit für mich gar nicht negativ besetzt ist, weil ich meine Arbeit so unfassbar gerne mache. Also ich gehe mit großem Spaß zur Arbeit, habe dort sehr viel Spaß und darf mich sehr glücklich schätzen und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich eben das machen kann, was mich erfüllt. Wie bist du dazu gekommen, also dann auch erstmal dich selbst zu bewegen als Leichtathletin und dann hinterher Moderatorin zu sein? Was war so da der Beweggrund oder die Gründe? Macht tatsächlich Sport, seitdem ich denken kann. Also von daher weiß ich gar nicht, wo das dann angefangen hat. Also seitdem es mich irgendwie gibt auf dieser Welt und seitdem ich diese Welt ja tatsächlich auch wahrnehme, mache ich Sport. Und das macht mich glücklich, hat mich schon immer glücklich gemacht als Kind. Ich habe sehr früh angefangen mit dem Leistungssport, habe auch 2 Sportschulen besucht, 2 Eliteschulen des Sports in Cottbus und in Potsdam und
habe das als meinen Lebensinhalt auch gesehen viele Jahre lang, musste dann leider aufhören mit dem Leistungssport, aber für mich war immer klar, dass ich dabei bleiben will. Und daher habe ich mir etwas dann gesucht, ja, einen Beruf, mit dem ich eben dabei bleiben konnte, und das war der Journalismus. Ich wollte auch am Anfang gar nicht irgendwie unbedingt vor die Kamera, muss ich gestehen, sondern mir ging es darum, am Sport ganz nah dran zu bleiben. Und das kann ich dankenswerterweise, ja. Ja, und mit der Moderation natürlich dann besonders intensiv, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank schon mal. Zur zweiten Frage. Wenn du morgen mit einer neuen Fähigkeit oder Superkraft aufwachen könntest, welche wäre es? Du kannst auch Fähigkeit und Superkraft unterteilen. Das machen manche auch ganz gerne. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo der große Unterschied zwischen einer, also was ist eine Superkraft, ne? Das ist ja auch sehr subjektiv. Ich finde es total schön, wenn ich die Menschen ja sich selbst finden lassen könnte, sich selber finden und sich akzeptieren, und dadurch, denke ich, kann man auch nur wirklich zufrieden sein. Und wenn jemand sich selber findet und sich akzeptiert und dann eine vollkommene Zufriedenheit auch hat mit seinem Leben, das wäre sowas, was ich jedem gerne geben würde, egal wie lange er da braucht auf seinem Weg. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Klar hat das auch viel mit Selbst, aber auch Nächstenliebe zu tun. Aber ich würde das jeder Person gerne geben, dass sie halt ankommt in ihrem Leben, um halt auch wirklich zufrieden und glücklich sein zu können. Woher kommt das so? Also woher entstammt das, dass du das so als Superkraft wählen würdest? Ich finde das ganz wichtig. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn du dein Leben lang ja Sachen hinterher trauerst oder das anders machen wollen würdest und das einfach nicht tust. Also ich wünsche auch jeder Person, die unzufrieden ist mit sich, dass sie halt den eigenen Antrieb hat, dann halt was zu ändern. Also ich sage immer, ja, wenn es dich stört, dann ändere halt was, dann mach halt was anders. Also ich mag halt auch Menschen nicht, die jammern, obwohl sie etwas ändern könnten. Und ich glaube, daher kommt das eben, dass ich das auch so wichtig finde, dass man halt ja sich selber findet, seinen eigenen Weg geht. Und wenn man sagt, boah, das passt mir hier gerade nicht oder das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, dass man das dann halt ändert, so lange, bis man halt eben auch zufrieden sein kann und dass man halt ein glückliches Leben hat. Ich finde das sehr entscheidend. Wenn du so in dein Umfeld guckst, ja, ich will jetzt keine Namen hören, wenn du aber einfach sagst, du guckst in dein Umfeld, wo, von welcher Kategorie gibt es mehr Menschen? Bei mir gibt es sehr viele glückliche Menschen im Umfeld. Mhm. Ja. Interessant, ne? Ja. Und das bedeutet, wie fühlst du dich eher? Also ich bin auch super happy mit meinem Leben. Also ich bin sehr mit mir im Reinen. Es ist wie auch bei meinen Freunden so, dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist. Ich finde auch, dass ein Leben ein stetiges Wachsen ist und ein stetiges ja auch Weitergehen ist. Und deswegen ist jetzt mein Weg ganz sicherlich auch noch nicht zu Ende und da wird noch einiges kommen. Aber ich bin mit dem Ist-Zustand sehr, sehr zufrieden, ja. Bist du überzeugt davon, dass das Umfeld auch die Prägung mitmacht, also im Innen wie im Außen? Ich denke schon, dass das sich gegenseitig auch irgendwo bedingt, ne? Aber so das Entscheidende für dich selber kommt schon von dir allein. Es kursiert ja öfter auch so dieser Spruch, du bist der Durchschnitt deiner 5 Menschen, mit denen du dich am meisten triffst. Ist das so? Ich habe es nicht wissenschaftlich überprüft. Das ist aber eine Aussage, die viele Trainer nutzen. Ich habe sie letztens auch mal genutzt und weil ich quasi mich mal selbst hinterfragt habe, mit welchen 5 Menschen ich am meisten Zeit verbringe und ob ich auch ein Stück weit so wie sie sein möchte. Und das habe ich bejaht. Also mit den Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, die prägen sehr mein Leben und zu denen schaue ich auch hinauf. Also die haben ganz tolle Fähigkeiten, die ich ganz, ganz klasse finde, die ich halt ein bisschen weniger habe. Und ich habe dann gedacht, ja, bei mir passt das. Ich mache immer gerne solche Eigenbeobachtungen. Wie wäre es bei dir? Also wenn du auf die 5 Menschen achtest, mit denen du am meisten Zeit verbringst, könnte es bei dir auch hinhauen oder stimmst du dem eher nicht zu?
Ich stimme dem tatsächlich in meinem Fall eher nicht zu, muss ich gestehen, weil ich viele Arbeitskollegen sehr viel häufiger sehe als einige Freunde von mir, weil die auch weiter weg wohnen. Also das kann ich nicht behaupten. Und für mich ist halt auch Freundschaft etwas, also ich muss jetzt nicht jeden Tag meine beste Freundin sehen, um sie in meinem Leben zu haben und zu wissen. Also ich habe viele Freunde, auch schon sehr langjährige Freunde, die ich gar nicht so oft sehe und auch ja, zwar regelmäßig höre, aber eben nicht so oft treffe in meinem Leben, wenn man von dem wirklichen Treffen ausgeht, wo ich aber sage, das sind trotzdem die wichtigsten Personen in meinem Leben und die bestimmen mein Leben. Also bei mir haut das nicht so wirklich hin. Ich kann das jetzt nicht unterschreiben. Und das liebe ich so an diesem Dialog ohne Masken, weil das genau so Spaß macht. Ja, also dass du einfach wieder eine andere Beobachtung hast. Weil viele werden jetzt sagen, ja, du hast einfach reden, du als Unternehmer, du hast mit deinen Kunden viel zu tun, die du eh cool findest und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es aber Leute, die viele Arbeitskollegen haben, die sich nur nicht aussuchen können, weil sie einfach da sind, ne, jeden Tag und in großer zeitlicher Menge sozusagen. Und dann haben wir die besten Freundinnen oder Freunde, die wir dann, keine Ahnung, alle 3-4 Wochen sehen, aber es ist so, wie als würden wir sie wieder gestern gesehen haben und es ist wie immer schön und cool. Ja. Genau so ist es, ja. Danke, danke. Die eine Sache, wenn du eine Sache in deinem Leben ändern könntest oder also in der Vergangenheit generell ändern könntest, welche wäre es? Es muss nicht dein Leben sein, es kann generell auch irgendwas in der Menschheitsgeschichte sein oder so, wenn du auf eine Sache einwirken könntest. Nee, du, da bleibe ich tatsächlich mal bei mir, weil es ja auch um meine Erfahrung gehen soll, weil sonst müssten wir, glaube ich, ganz viel ändern. und in meinem Leben würde ich tatsächlich nichts ändern wollen. Also ich bin mit dem, wie es gelaufen ist, sehr glücklich und es gibt Dinge, die hätte ich mir definitiv sparen können, um Gottes Willen. Also ich habe auch sehr gerne Scheiße gebaut, ich habe Grenzen ausgetestet. Meine beste Freundin nennt mich auch Kamikaze Schenker gerne. Ich bin so ein Adrenalin-Mensch und ich brauche das auch. Und ich mache auch Dinge, wo ich schon vorher weiß, das ist jetzt Blödsinn, aber ist trotzdem geil. Also da bin ich, Da bin ich halt so, wie ich eben bin. Aber ich habe durch diese Sachen auch wahnsinnig viel gelernt in meinem Leben. Und damit bin ich halt auch noch lange nicht fertig. Und ich denke tatsächlich, da bin ich ganz großer Verfechter davon, dass alles, was man in seinem Leben erlebt, auch einen Sinn hat. Und danach gehe ich. Und das ist mir ganz wichtig, dass man auch an Fehlern wächst und man muss eben auch Fehler machen, um wachsen zu können. Das ist auch so was, was ich für mein Leben auf jeden Fall rausstelle. Und ja, schau mal, du siehst es ja sogar. Also hier, gut, die Zuschauer sehen es nicht, ne? Aber oder Zuhörer besser gesagt. Also ich habe in meinem Wohnzimmer auch ein Bild hängen, auf dem steht "Sometimes you win, sometimes you learn". Und das ist sowas. Das hängt hier in meinem Wohnzimmer, weil das tatsächlich eines meiner großen Lebensmottos ist, ja. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Dankeschön. Jetzt 2 Fragen dazu, weil das ist jetzt ganz interessant. Also erste Frage ist, gib mir ein Beispiel für Kamikaze Schenker, bitte. Was meint deine Freundin damit? Es ist auch verboten, aber das muss auch unter Freunden bleiben können. Okay. Also ein Geheimnis, ja? Okay. Muss man ja auch haben. Dafür sind ja gute Freundschaften da. Oh ja, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, alles im Leben hat einen Sinn. Und jetzt ist es ja immer einfach gesagt. Ne? Das hört sich ja an wie so ein Hanuta-Spruch. Weißt du eigentlich, was ein Hanuta-Spruch noch ist? Also letztens hat mir einer ganz komisch angeguckt. Da gab es ja immer so Sticker drin in den Hanutas. Ja, und da stand immer irgendwas drauf. Und so nenne ich das. Den einzigen Spruch, den ich mir aufgehoben habe, weil mein Vater und ich das so witzig fanden damals, mit zum Ottifant war drauf, lieber breit grinsen als schmal denken. Da muss ich nach wie vor dran denken, weil das ist dieser einzige Hanuta-Spruch, den ich tatsächlich nach wie vor irgendwo habe. Ich weiß nicht wo, aber den habe ich noch, ja. Cool, endlich mal jemand, der auch Hanuta-Spruch kennt. Die meisten gucken mich immer an wie so ein Auto. Und normalerweise klingt das ja, ne? Alles hat im Leben einen Sinn wie ein Hanuta-Spruch. Und aus dem Grund wollte ich noch mal eine Sache fragen, weil wenn wir das so hören und erleben gerade irgendwie echt Mist im Leben, ist das, wo wir Schmerz erfahren im Leben, auch sinnvoll? Also, wie siehst du das? Definitiv. Ist das auch darauf übertragbar? Okay. Ja, total. Weil ich glaube, dass man halt ohne schlechte Erfahrung, wie gesagt, nicht weiterkommt und dass man auch
das merken muss, was einem wehtut, wie sehr einem etwas wehtut. Da sind wir wieder bei dem Thema Grenzen austesten. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, um sich selber zu finden, zu wissen, ja, wie gesagt, wo liegen meine Grenzen? Also wo ist das, was mich extrem glücklich macht? Aber was macht mich auch extrem traurig? Und das muss ich beides wissen, finde ich, um zu wissen, wer ich selber bin. Mhm. Und daher gehört das für mich genauso dazu. Danke, danke. Erfahrung in deinem Leben. Was ist das Wertvollste oder etwas sehr Wertvolles in deinem Leben, was du lernen durftest? Dass ich nicht perfekt sein muss. Also ich war sehr lange von diesem Gedanken getrieben. Ich musste und sollte immer die Beste sein. Das liegt auch sehr meiner Erziehung begründet. Also ich bin meinen Eltern unfassbar dankbar, ne? Gar nicht falsch verstehen, aber meine Eltern haben mich sehr streng erzogen. Sie wollten tatsächlich, dass ich im Sport die Beste bin, in der Schule die Beste bin. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich bin nach wie vor ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Worauf ich aber stolz bin. Also das ist etwas, was mich definitiv ausmacht. Aber das Entscheidende für mich ist, dass ich begriffen habe, dass ich am besten bin, wenn ich ich bin. Und das bedeutet für mich, dass ich Fehler machen kann und darf und dass ich halt auch Macken habe und dass ich trotzdem auf mich stolz sein kann. Und das ist übrigens was ich noch lernen muss, dass ich öfter stolz auf mich bin. Das erkenne ich mir tatsächlich zu selten an. Und ja, da ist mein Weg noch nicht zu Ende. Also da habe ich tatsächlich noch was zu lernen. Was war so ein Moment der Wandlung für dich, dass du von diesem Perfektsein ein bisschen mehr ablassen konntest? Boah, ich glaube, da gab es gar nicht den einen Moment. Ich würde sagen, das war ein Prozess über Jahre. Also ich kann keinen Moment bestimmen. Lebt es sich jetzt leichter, also mit dem, wo du jetzt bist, im Vergleich zu diesem stetig perfekt sein, die Beste sein wollen? Definitiv, ja, klar. Also ich bin sehr viel mehr bei mir, würde ich behaupten. Ist damit auch dein Genuss höher gegangen? Also kannst du dadurch besser genießen? Ja, definitiv. Magst du verraten, was du besonders mehr genießen kannst oder gerne genießt? Das finde ich ganz schwer zu beschreiben. Also das ist so ein allgemeines Gefühl, was man, glaube ich, mit sich hat und für sein Leben hat. Mhm. Aber ich kann da jetzt gar nichts groß rausheben. Okay. Kommen wir zur fünften Frage. Schwerste Zeit in deinem Leben. Was war dein schwerster Moment im Leben und wie hast du ihn vor allem überstanden? Also mein schwerster Moment, mein größter Tiefpunkt in meinem Leben, und ich spreche ganz bewusst von Tiefpunkt, weil es tatsächlich einer war, ist der Moment, in dem ich aufhören musste mit dem Leistungssport. Also ich habe das damals nicht für mich entschieden. Ich musste aufhören aufgrund von körperlichen Problemen und das empfinde ich als Riesenunterschied, wenn man muss oder es für sich selber entscheidet. Und das hat mir damals komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Also das war für mich die bisher tiefste Krise, in der ich mich je befunden habe. Ich habe da jahrelang mit zu kämpfen gehabt, habe auch ewig lang keine Leichtathletik-Wettkämpfe besucht. Das konnte ich einfach nicht, weil dieses Sport machen für mich selber und auch Sport machen mit anderen zusammen, die halt auch meine Freunde waren, die meine Gemeinschaft waren. Das war für mich etwas, was mich extrem erfüllt hat. Das war die beste Zeit meines Lebens, möchte ich sagen, diese Jahre an den Sportschulen. Und ich habe mir damals wenige Wochen später ein Tattoo stechen lassen, das einzige Tattoo, was ich habe. Das waren oder das sind japanische Schriftzeichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal japanische Schriftzeichen sein müssten, aber ich stehe felsenfest hinter der Bedeutung. Ich habe mir das Wort Glückseligkeit tätowieren lassen. Und das ist für mich nicht einfach nur so ein Wort, sondern das bedeutet mir ganz, ganz viel. Das ist ein ganz großes Wort für mich, weil ich etwas finden wollte, was mich mindestens genauso glücklich macht. Und das habe ich mir wortwörtlich hinter die Ohren geschrieben. Ich habe mir das nämlich im Nacken tätowieren lassen. Und das war sowas, ja, also ich habe nach wie vor nur dieses eine Tattoo. Und das bedeutet mir ganz viel, weil mir das
wichtig ist, dass ich weiß, ich musste etwas Neues für mich finden, was meine Seele nochmal so erfüllt und mein Leben so erfüllt. Und ich bin über viele Steine gegangen, bin aber aus eigener Kraft meinen Weg gegangen. Und das macht mich halt extrem stark. Also ich habe aus diesem Tiefpunkt, den ich erlebt habe, auch ganz viel rausgezogen für mein Leben. Und ja, auch dafür, finde ich, sollte man dankbar sein. Und ich bin, das hört sich so blöd an, auch wenn es das Schlimmste war, was in meinem Leben passiert ist, ich bin dafür trotzdem dankbar. Wie hast du das genau gemacht, dass du diese Sachen für dich rausziehen konntest? Also manchmal sagen wir das so einfach. Wenn ich das jetzt höre, dann geht mir immer direkt durch die Birne, ja, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ist das einfach so gekommen von alleine? Ist sie irgendwann aufgewacht und das hatte auch positive Seiten? Oder hast du dafür was gemacht mit jemandem, für dich selbst oder in Kombination? Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen und das ist auch nicht mit, ich schlafe meine Nacht drüber gegessen. Ich habe Jahre dafür gebraucht, um das für mich aufzuarbeiten. Also bei mir hat es lange gedauert. Ich habe in der Zeit auch viel mit mir selber ausgemacht, muss ich sagen. Auch weil mir die richtige Anlaufstelle gefehlt hat, weil es wenige Leute gab, die das verstanden haben, was das für mich bedeutet hat oder die mir da auch wahrscheinlich hätten helfen können, ich weiß es nicht. Bei uns an den Sportschulen gab es zum Beispiel auch keine psychologische Betreuung oder irgendwas. Ich denke, das hätte mir vielleicht sogar gut getan. Aber ich habe da ganz viel mit mir selber gearbeitet. Also wirklich gearbeitet, auch über Jahre hinweg und habe das für mich aufgearbeitet. Und von daher kann ich sagen, dass das ein langer Prozess war, der mich aber eben auch wirklich stark gemacht hat. Für dieses Aufarbeiten hast du bestimmte Methoden dann für dich gefunden oder irgendwie entwickelt? Oder war das Gespräche suchen oder mit dir selbst in den Dialog gegangen? Was? Tatsächlich viel mit mir selber, ja. Ganz viel mit mir selber. Aber jetzt nichts Methodisches oder irgendwas. Also ich habe mich mit dem Sport ja auch konfrontiert. Dadurch, dass ich Sportjournalismus studiert habe, weil ich wusste, es bringt nichts davor wegzulaufen. Das ist nach wie vor das, für was mein Herz schlägt. Das ist meine große Leidenschaft. Und daher wusste ich, ich möchte ohne den Sport auch nicht leben und habe ja auch direkt, nachdem ich aufhören musste, mit meinem Sportjournalismus-Studium angefangen, habe mich also direkt in die Situation begeben, mich auch damit auseinandersetzen zu müssen. Also ich habe mich davor nicht verschlossen, auch wenn es mir oft weh tat, sondern ich bin halt wirklich in die Konfrontation gegangen und habe darüber halt ganz viel aufgearbeitet, dass ich eben nicht weggelaufen bin, sondern ich ja ganz genau wusste, ich will das machen und das ist das, was mich erfüllt, auch wenn es mich also gerade noch kränkt oder mir wehtut, dass ich halt nicht aktiv mehr dabei sein kann, aber das ist ja trotzdem noch das, was mich brutal glücklich macht. Und über die Sache, ja, über die Konfrontation bin ich gegangen, ja. Wenn du jetzt das zurück betrachtest, ich meine, ich bin ja selbst als Mental Coach und Sportmentor unterwegs für Profisportler. Wie siehst du diesen Berufszweig für ja den Profisport? Also wie wichtig siehst du den an? Enorm wichtig. Also ich muss natürlich auch sagen, dass es solche und solche Typen Sportler und auch Mensch gibt, die das entweder mehr oder weniger brauchen, klingt auch immer so negativ, die das gerne in Anspruch nehmen würden. Ne? Also ich finde, man braucht sportpsychologische Betreuung, hat sich immer so an, als ob das eine ganz große Schwäche wäre. Ich finde das eigentlich eher eine Stärke zu sagen, ich hole mir da jetzt Hilfe oder hole mir da Menschen in mein Leben, die mich da unterstützen können. Von daher finde ich das enorm wichtig. Danke für deine Beantwortung dieser Frage. Also echt einfach Dankeschön. Das ist keine Selbstverständlichkeit, so viel preiszugeben. Die nächste Frage beinhaltet das Thema Tränen. Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Also ich muss vorneweg sagen, dass ich ein extrem emotionaler Mensch bin und dass ich definitiv auch schneller weine als andere Menschen auf dieser Welt.
Das erfahre ich bei jeder Schnulze, die ich mit meinen Freundinnen gucke, dass ich natürlich die Erste bin. Also ich weine, auch wenn mich etwas positiv berührt, und ich weine vor allem mehr, wenn mich etwas positiv berührt, als wenn es mich negativ berührt. Sehr gutes Beispiel ist die Verlobung einer sehr guten Freundin von mir. Ich wusste das vorher, dass das in den nächsten 10 Minuten passieren solle, und ich musste mich so unfassbar zusammenreißen, weil ich schon fast vorher geweint hätte. Also ja, also es gibt sehr viele Glückstränen auch in meinem Leben. Von daher sind auch Tränen gar nicht so negativ besetzt. Und das letzte Mal Tränen gelassen habe ich tatsächlich am Sonntag auf der Rückfahrt vom Stadion, lange Autofahrt nach Hause. Also lange Autofahrten sind was für mich, was ich sehr mag, weil das so eine Zeit ist von, ich kann mal endlich loslassen und ich muss das Handy und darf das Handy jetzt gerade mal nicht in der Hand haben. Ich kann keinen Mensch erreichen, in Anführungszeichen. Ich habe Zeit für mich, ich habe Zeit zum Reflektieren, zum Nachdenken. Ich habe dann laute Musik an und ich liebe das. Also einfach mal, ich liebe auch im Flieger sitzen, weil ich da auch nicht erreichbar bin und einfach mal für mich sein kann. Also das finde ich sehr, sehr schön. Das hört sich jetzt so an, als ob ich keine Menschen mag. Also Gottes Willen, ich mag Menschen wirklich sehr und ich liebe meine Freunde und ich bin ein sehr geselliger Mensch, aber ich habe auch einen Inner Circle und ja, auf langen Autofahrten, da muss ich sagen, verdrücke ich gerne mal eine Träne. Das ist aber für mich auch etwas von Loslassen und auch etwas, was ich ganz wichtig finde, Gefühle zulassen. Also das auch einfach mal freizusetzen, ob das jetzt positiv, negativ, irgendwas ist. Aber einfach mal Gefühle zulassen, in welche Richtung sie auch immer gehen, finde ich super wichtig. Was hat dazu geführt, dass du bei der Rückfahrt dann auch geweint hast? War das eine Kombination aus also die lange Rückfahrt und einem bestimmten Lied, oder was hat dich da so Ach naja, also gebracht? Ich war tatsächlich stolz und glücklich, muss ich sagen, im Moment am Sonntag. Ich habe in den letzten 2 Wochen sehr viel gearbeitet. Da fällt dann auch immer so ein bisschen was von einem ab. Ich habe aber auch drüber nachgedacht, dass ich Geburtstag gefeiert habe mit der kleinen Maus von meiner besten Freundin. Die ist 1 geworden und 2 meiner sehr guten Freundinnen sind gerade schwanger und die schicken mir dann immer Bilder und sind ganz aufgeregt. Also es gibt halt auch in meinem Leben Dinge drumherum und ein ganz normales Privatleben in Anführungszeichen, was mich sehr berührt und glücklich macht. Und ich war an dem Sonntag einfach glücklich, ja, in diesem Umfeld mich befinden zu dürfen und mich auch auf solche Sachen dann freuen zu dürfen, ja. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt die vorletzte Frage. Ein Gegenstand. Nehmen wir jetzt mal an, dein Haus, deine Wohnung brennt. Ja, Lebewesen sind gerettet. Pflanzen, Tiere, Menschen, alles besonders Wertvolle ist eh schon gerettet. Jetzt könntest du noch einen Gegenstand mitnehmen. Ein Gegenstand. Und du darfst jeden Gegenstand mitnehmen. Pflanzen so wichtig sind. Wie bitte? Ich finde schön, dass dir Pflanzen wichtig sind. Du hast gerade Pflanzen mit aufgezählt. Das hätte ich jetzt bei einem Mann gar nicht so erwartet. Wenn du mal irgendwann, das wäre natürlich schön, du bist immer herzlich willkommen hier in unser Büro. Wenn du siehst, was wir hier für Pflanzen haben in unserem Büro, man fragt uns immer, ey, sag mal, was macht ihr mit den Pflanzen? Macht ihr hier bestimmt Dünger oder irgendwas? Und wir sagen hier, nee, eigentlich gar nicht. Also die wachsen hier einfach. Bring uns eine Pflanze, die am Ende ist, die wird hier neu erblühen. Irgendwie ist hier eine lustige Atmosphäre. Und ich finde Pflanzen, also ich habe ja selber gerade 2 kleine Kinder und ich bringe denen halt bei, dass es wichtig ist, vor allem Respekt und Wertschätzung zu leben und auch vor allem vor Pflanzen, weil die uns ja nun mal am Leben halten. Also ich meine, die führen ja nun mal Sauerstoff ab, also das sind unsere Lebewesen, nicht unsere Lebewesen in dem Sinne, sondern die Lebewesen, die uns am Leben halten. Und ja, ich finde so, hey, das ist doch eigentlich ganz nett, demjenigen Wertschätzung entgegenzubringen, der mich überhaupt am Leben hält, also dass ich überhaupt existieren darf. Deswegen nenne ich sie auch mit, also das ist so meine Wichtigkeit, die ich den ganzen gebe. Finde ich gut. Ja, sorry, da kommt die Journalistin durch. Da musste ich direkt einhaken. Das hat mich jetzt interessiert und dann, naja, da geht es manchmal mit mir durch. Pardon. So. Voll gerne. Ja, also du würdest jetzt einen Gegenstand mitnehmen können und gibt es einen? Wenn ja, welchen?
Also ich muss ja gestehen, das Handy habe ich eh immer an der Frau. Also und da ich das eh bei mir habe, wäre es mein Laptop. Das klingt total blöd vielleicht, aber da bin ich auch sehr pragmatisch. Auf meinem Laptop befindet sich sehr viel geleistete Arbeit, die wichtigsten Unterlagen, ganz viele Ideen, Fotos und damit auch Erinnerungen. Und alles andere, was mir wichtig ist, trage ich ansonsten ohnehin im Herzen. Und daher wäre es neben dem Handy mein Laptop. Also Laptop mit in Kombination mit dieser Antwort, die du gerade gegeben hast, mit allen wichtigen Tricks in deinem Herzen, macht den Laptop nochmal umso schöner. Also das, wenn das der Grundstein war für die Antwort, dann sensationell und sehr, sehr schön, das zu hören. Ja, du hast jetzt noch ein Jahr. Mal angenommen, du wüsstest, dass du genau in einem Jahr stirbst. Würdest du etwas an deinem Leben jetzt ändern? Wenn ja, was? Also aktuell haben wir ja sowieso eine spezielle Zeit durch die Pandemie. Ich glaube, da würden wir alle einiges ändern wollen. Davon abgesehen würde ich nichts Grundlegendes ändern. Also ich habe natürlich eine Bucketlist und ich würde wahrscheinlich versuchen, gewisse Dinge dann eher mal abzuarbeiten oder auch öfter meine Freunde zu besuchen. Also ich würde gewisse Dinge intensivieren, keine Ahnung, öfter Sushi essen oder so. Also Dinge, die ich eh sehr, sehr gerne mache und mag. Aber ich würde jetzt nichts krass ändern, weil ich, wie gesagt, sehr zufrieden bin mit meinem Leben. Also jetzt würde ich gerne erfahren, was auf deiner Bucketlist drauf ist. Ja, also ich führe die tatsächlich und immer, wenn mir etwas einfällt, dann ergänze ich. Das ist jetzt auch nicht so unfassbar oft, ne? Aber auf meiner Bucketlist stehen Sachen wie einen Marathon laufen, habe ich nämlich noch nicht gemacht, möchte ich machen. Ich war ja mal Sprinterin, aber bin begeisterte Läuferin und selbst als Sprinterin möchte ich einmal diese 42,195 Kilometer laufen. Ich würde unfassbar gern mal aus dem Flugzeug springen. War ich auch schon mal kurz davor, dann hatte mein Papa ein komisches Bauchgefühl an dem Tag, bin ich dann doch nicht gesprungen. Ich werde es aber noch tun, Papa, ist mir wurscht. Ich springe nochmal auf mein Flugzeug. Und ich würde zum Beispiel super gern mit den Schweinchen auf den Bahamas schwimmen. Ich finde das saulustig, wortwörtlich. Mit Schweinchen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, da gibt es doch diese Schweine, die schwimmen können und die da so rumplanschen am Strand. Das finde ich so geil. Schwimmschweine, ja. Schwimmschweine. Ja, jetzt frag mich bitte nicht, wie genau diese Rasse heißt. Aber es gibt Schweine auf den Bahamas und die schwimmen da am Strand rum. Und ich möchte so gerne mal, weil ich es einfach brutal witzig finde, mit diesen Schweinchen da im Meer planschen. Ja, das finde ich geil. Ich schreibe mir das jetzt noch mal ganz kurz auf. Das will ich nämlich nicht vergessen. Schwimmschweine auf den Bahamas. Keine Ahnung, wie jetzt heißen. Ja. Aber das habe ich noch nie gehört. Oh Gott, da hast du aber was verpasst. Also, das ist ja der Hammer. Schwimmschweine. Ja, siehst du, musst du vielleicht, hast du auch eine Bucketlist, musst du vielleicht draufsetzen. Also, ja, also wenn es jetzt wirklich Schwimmschweine gibt, dann bin ich dabei, weil das ist ja der Hammer. Das ist ja großartig. Schwimmschweine. Das ist so süß, das hört sich so cool an. Finde ich mich auch. Das ist echt cool. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Jetzt bin ich Schwimmschweine, habe ich schon nie gehört. Also Wahnsinn. Also Marathon, Schwimmschweine auf den Bahamas, aus dem Flugzeug springen, beziehungsweise Flugzeug springen kam vor den Schwimmschweinen. Gibt es noch etwas, was du noch teilen würdest mit uns von deiner Bucketlist? Da müsste ich jetzt nachschauen. Also das sind so drei Dinge, die mir direkt einfallen, die da safe draufstehen. Total genial. Also wirklich, wirklich. Ich bin gerade noch bei den Schwimmschweinen. Also das ist ja der Hammer. Ich schicke dir nachher Fotos. Das wird super. Ey, gerne. Also richtig, richtig cool. Schwimmschweine. Ey, danke. Das sind aber so diese Kleinigkeiten, die das Leben eben ausmachen. Und ich möchte das erleben, weil das jetzt so witzig ist. Ah. Also. Cool, es ist also das, ey, guck mal, ich habe hier ein richtiges Grinsen im Gesicht. Ich habe richtig schon so eine Art Muskelkater hier in meinem Wangenbereich. Geil. Ja. Danke für dieses Lächeln, was du mir ins Gesicht gezaubert hast. Ja, du hast die 8 Fragen gerockt, ne?
Und jetzt darfst du mir eine Konterfrage stellen. Ich habe ein bisschen, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss, weil du ja als Moderatorin so geübt bist. Und ich bin auch, vor dem Podcast habe ich gemerkt, stieg in mir die Nervosität, weil es natürlich, ja, weil es irgendwie ungewohnt ist für mich, wenn ich Menschen in ihrem Spezialfach, also quasi, ja, ich das ausübe und du bist die Expertin darin, ja? Das ist ganz interessant. Und das ist so ein bisschen. Keine Frage. Also du, wir treffen uns ja auf einer sehr freundlichen Ebene und du stehst ja nicht vor einer Entlassung. Also du musst keine kritischen Fragen von mir erwarten. Von daher, ja, nee, alles gut. Also ich denke mal, dass du die Frage nach, wer bist du eigentlich, schon 5-mal beantwortet hast. Deswegen stelle ich sie nicht. Mich würde interessieren, ob es Personen gibt, die du nicht coachen konntest beziehungsweise nicht coachen wolltest, weil du von vornherein gemerkt hast, boah, da stimmt die Vibe nicht oder da passt irgendwas nicht. Ich kann diesen Menschen nicht voranbringen oder ich werde das nicht schaffen, dass ich diesen Menschen nach vorne bringe. Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich über Coachings rede, in Seminaren oder in Vorträgen oder wenn wir uns vielleicht darüber unterhalten, du mich darin interviewen würdest, dann ist klar, dass ich eigentlich hauptsächlich über die Coachings rede, die auch erfolgreich gelaufen sind. Und dann haben die Leute immer in der Birne so ein 100%-Ding. Und wir sind schon sehr erfolgreich in dem, was wir tun. Aber es gibt natürlich die Fälle und die nagen immer in meiner Birne am meisten. Wenn ich 9 von 10 helfe, kannst du dir vorstellen, welcher Fall in meiner Birne die ganze Zeit rumrotiert. Und das ist definitiv dann der eine oder die 2 Fälle, wo es irgendwie nicht geklappt hat. Und dann habe ich es meistens immer auf mich bezogen, habe gesagt, boah, ich bin nicht gut genug gewesen, ich hätte besser fragen müssen, ich habe mich nicht genug mit der Person beschäftigt oder. Irgendwann hat mir halt mein Mentor gesagt, pass auf, Schauern, es gibt immer 20%, die einfach nicht gut laufen im Leben und 80% sind einfach echt gut. So, und das gehört sich auch so im Coaching und das ist wichtig und du kannst dich daran auch weiterentwickeln. Aber es gibt einfach auch Menschen, die merken, dass sie sich mit dir weiterentwickeln müssen, um auch das zu erreichen, was sie wollen. Und vielleicht wollen die einfach nicht. Vielleicht machen sie auch zu. Oder du deckst irgendwas auf, wozu sie noch nicht bereit sind. Wenn du das akzeptieren kannst, dann geht es dir auch leichter und besser, damit umzugehen. So, und neben dem habe ich aber auch festgestellt, dass es Menschen nämlich mit Beweggründen gibt, die das Coaching für sich machen, die mir nicht gefallen, also die nicht mit meiner Philosophie einhergehen. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, ich habe einen Sportler, der sagt, ich mache das hier nur, um einfach mehr Kohle zu verdienen und show me the way to the money und nur das gilt jetzt hier. Und alles andere interessiert mich nicht. Mach mich besser und ob du es bist, Sharon, oder nicht, ist mir auch eigentlich egal. Ich glaube, nicht. Nee, weiß es, das würde mir nicht gefallen. Also da darf noch ein anderer Antrieb mit dabei sein, ein anderes Motiv. Ich will das nicht verurteilen. Ich finde es super, wenn es auch um Erfolg geht und die Leute wollen mehr Geld verdienen. Alles super. Aber das ist irgendwie nicht so das, was Herz, also mein Herz zum Hüpfen bringt, wenn ich begleite. Oder halt natürlich, wenn ich. Du weißt das vorher ab. Genau. Also ich möchte auch wissen, wieso machst du das, was du tust? Was ist dein Antrieb? Was ist dein Antreiber? Was bewegt dich? Was hast du davon? Was hat dein Umfeld davon? Und was haben sogar die Menschen davon, die nichts mit dir zu tun haben, was du da gerade tust? Und das sind einfach, du merkst ja, ich kann dich das jetzt direkt fragen, weil das in meiner Birne so jedes Mal abläuft und das ist kein Schema, sondern das ist meine Philosophie. Und auch wenn ich schnell herausfinde, dass die Person vielleicht Sachen macht, mit denen ich überhaupt nicht d'accord gehe. Also nehmen wir jetzt mal an, es gibt Interessen bei der Person und ich möchte das jetzt nicht benennen, aber die einfach für mich nicht menschlich sind oder die nicht meiner Ethik entsprechen, dann bin ich raus. Also das, dann sage ich auch, ich möchte dich nicht begleiten, bitte hab Verständnis, das tut mir nicht gut, das ist nicht meine Ansicht des Lebens. Also ich kann dir natürlich Beispiele dafür nennen, denk aber, dass du vielleicht weißt, was ich meine. Nee, total. Eingangs, weil ich habe dir ja zugehört, eingangs sagtest du mein Mentor. Das heißt, du hast auch einen Mentor für dich? Ja, Mentaltrainer, Mentor, also mein Mentor, also mein größter Mentor ist mein Dad, der auch sehr großartige Fähigkeiten hat und von dem ich sehr, sehr viel lernen darf für mein Leben und auch von seinem Leben sehr viel lernen durfte. Der ist halt durch viele Sachen oder musste durch viele Sachen gehen und von denen durfte ich als Sohn profitieren. Deswegen bin ich halt zum Beispiel mit so Sachen wie Meditation aufgewachsen. Also ich, für mich ist das nichts Neues sozusagen. Also ich
liebe Meditation und mittlerweile meditiere ich wirklich jeden Tag und das ist großartig. Also sowas zum Beispiel von meinem Mentor als Dad. Also es ist auch schön, dass nicht nur mein Dad ist, auch mein Mentor. Dann habe ich auch Mentaltrainer und ich liebe es auch. Ich wurde in Hypnose zum Beispiel von einer Frau ausgebildet. Mir ist auch ganz wichtig, Frauen und Männer gleichsam im Leben zu haben. In unserer Berufung haben wir allerdings natürlich einfach ziehen wir mehr Männer an. Also aufgrund, weil wir sehr männerlastig waren. Aber mittlerweile ist unsere Frauenquote auch gestiegen. Ich habe meine Ehefrau eingestellt. Wir haben auch Clara Fabri, eine ganz großartige Sportwissenschaftlerin und Sportpsychologin jetzt mit an Bord. Und jetzt wächst das auch mehr und das ist auch ganz wichtig. Zweite Nachfrage, wenn ich darf. Gerne, hau raus. Du sagtest, das sind die Fälle, die dich dann am meisten beschäftigen. Die halt nicht so erfolgreich liefen. Kannst du komplett loslassen? Oder ist das so ein ständiges, auch wenn du zu Hause bist, wenn du privat bist, ein ständiges, ich beschäftige mich mit meinen Fällen? Nee, das kann ich sehr gut loslassen. Außer es ist etwas, was in dem Bereich geht, was du gerade eingangs gefragt hast. Wenn es irgendwie meine Ethik überschreitet. Sowas musste ich leider erleben. Ich habe es mir da nicht ausgesucht natürlich, unbewusst wahrscheinlich schon. Dann hat mich das schon beschäftigt. Ich erlebe Geschichten, die sind unglaublich. Also mit den Worten von Christian Panda mal, der hat gesagt, hast du einen Plan B gehabt? Und ich so, was meinst du? Weil so ein Coaching-Inhalt, Sharon, das war ja der Wahnsinn. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Also wie machst du das? Ich so, ich vertraue meinem Herzen. Ich will so gut wie möglich dienen. So. Und dann solche ganz intensiven, ganz krassen Geschichten beschäftigen mich schon. Also wenn mir Menschen die intimsten Sachen sagen und Lebensgeschichten, wo du denkst, das kann es nicht geben. Da hat ein Mensch so viel krasse Sachen erlebt wie Hunderte nicht zusammen. Und das dann vielleicht schon, das aber eher selten. Ansonsten, ich trenne jetzt nicht besonders privat und beruflich, also so Work-Life, weil ich mache das, was ich liebe. Und wenn manchmal einer aus der Familie fragt, du Sharon, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, vor Leuten zu stehen und zu reden. Kannst du mir helfen? Sag ich, klar, gerne. Wenn ich danach fühle gerade und ich habe Bock drauf, dann mache ich das, weil ich liebe das. Fragst du mich was zum Mentaltraining? Ich gehe ab. Ich sag aber auch, hey, ich möchte jetzt gerne einfach mit meinen Kindern hier sein und Spaß haben und lass uns einfach treffen und dann einen Termin machen und dann nehme ich mir gerne Zeit für dich und dann machen wir das. Ist ja auch schwierig zu trennen, wenn man seine Ehefrau einstellt. Oh ja. Ja, es ist aber so, wenn du die besten Qualitäten auch direkt in deiner Familie hast, dann wäre ich irre, das nicht zu tun. Ich bin ja auch viel unterwegs. Das heißt, ich arbeite jetzt nicht mit meiner Frau jeden Tag im Büro nebeneinander. Das würde für mich auch nicht cool sein. Da hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Das wäre für unsere Partnerschaft dann halt auch wahrscheinlich irgendwie eine Herausforderung. Aber dadurch, dass wir hier die Möglichkeit haben, ich bin also jetzt durch Corona natürlich weniger unterwegs, aber ich fahre ja auch stellenweise quer durch die Fußball-Bundesliga oder fliege durch die Gegend, reise durch die Gegend und von daher ist das richtig, richtig cool, dass ich sie mit an Bord haben darf, was aber auch in der Konsequenz halt viel Verantwortung ist. Ne? Das ist nicht ohne, also die ganze Familie davon abhängig, mehrere Familien mittlerweile, das ist schon eine Ehre, auf der anderen Seite aber auch eine Riesenverantwortung. Ja, danke für die Einblicke. Ja, klar. Ja klar, also wer mir so einen Einblick schenkt in sein Leben und in dein Leben jetzt hier vor allem in dem Podcast, das ist selbstverständlich, dass ich es so wahrhaftig wie möglich beantworte. Und du bist ja Moderatorin, du kannst ja wahrscheinlich bei mir gut erkennen, ob ich es gerade wahrhaftig gemacht habe oder nicht. Du hast ja ein Gespür dafür, wie ehrlich und wahrhaftig die Menschen sind. Ne? Ich bin jetzt bei mir, ich versuch's nicht. Ich weiß nicht mehr. Aber das ist ja das wirkliche Leben. Möchtest du drangehen? Möchtest du kurz öffnen? Ich möchte mal kurz gucken, wer das ist. Ja klar, ja mach. Danke. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich freue mich einfach. Das ist real life. Konterfragen. Ich meine, Daniel Aminati hat mir letztens, glaube ich, irgendwie 5 oder so am Stück gestellt. Er meinte, ey, ich will doch das wissen. Und das war, ich finde das total süß. Also das zeigt ja auch einfach Interesse. Du könntest ja auch sagen, ja komm, eine Konterfrage und gut ist. Wenn man es genau nimmt, war es ja auch eine Frage und 2 Nachfragen. Also von daher wäre ich fein raus aus der Nummer. Ja, du darfst noch eine Person nominieren.
die zu diesem Podcast gut passen würde, die dann der Nico auch gerne anschreiben darf und Kontakt aufnehmen darf. Pass auf, ich habe mir gedacht, ich nominiere 2 Personen. Aha. Ja, weil es ja heutzutage manchmal etwas schwierig ist, wann wer wie irgendwie Zeit hat. Und ich möchte gerne, dass ihr mindestens einen dieser Personen bei euch im Podcast habt, weil ich denke, dass sie euren Podcast sehr bereichern würden. Ist zum das süß. Einen, damit eure Frauenquote auch steigt, ne? Weil das ist ja anscheinend ein ordentliches Problem, da muss noch was getan werden. Yes. Ist es die Britta Steffen, unsere doppelte Olympiasiegerin, die ich zuletzt kennenlernen durfte auf einem Dreh für mein Format Sky Gym. Und ich war sehr beeindruckt von ihr, weil sie sehr offen über die sportpsychologische Betreuung, die sie genossen hat, während ihrer Karriere gesprochen hat und mir dort tolle Einblicke gegeben hat und damit auch den Zuschauern. Und ich empfinde das als sehr, sehr wertvoll. Und ich denke auch dadurch, dass sie eben auch Coach für mentale Gesundheit ist, das super sehr spannend cool. werden könnte bei euch hier im Podcast. Und zum anderen, da ihr auch aus dem Fußball kommt oder da halt auch mehr oder weniger euren Ursprung habt, wäre es mein Freund, der Timo Hildebrand, der sehr viel gelernt hat während seiner Karriere und in seinem Leben sich viel mit sich selber auseinandergesetzt hat und seinen eigenen Weg geht und ja vor allem auch gefunden hat. Und ich glaube, er wäre auch jemand, der da tollen Input liefern kann. Dann freue ich mich auf Britta und Timo und ja, hoffe sehr, dass das funktioniert. Vielleicht magst du uns dabei kurz Unterstützung bieten, den Bescheid geben, dass sie nominiert okay. wurden und ja, wo wir uns dann am besten melden können, ne? Dass das dann auch zustande ja, kommt. Mega, mega genial. Vielen, vielen Dank. Ich bin schon gespannt auf die beiden Folgen. Ja, sehr geil. Das freut mich umso mehr, dass du dann auch selber gespannt bist, das dann zu hören. Ja. Du, also eine Sache möchte ich dir ja noch ganz gerne sagen. Du bekommst ja noch ein Geschenk von uns, ja. Das ist okay. ein Geschenk, das dich vielleicht sogar überall hin begleiten wird. Das entscheidest du natürlich. Wir hoffen, dass du so ein Geschenk bis dazu noch nicht hattest oder hast oder wie auch immer und ja, dass sich das freuen wird. Wir haben da möchtest gerne wissen, was du da bekommst? Ich bin ein ja von Grund auf neugieriger Mensch, was natürlich in meinem Beruf eine sehr gute Gabe ist. Manch einer findet das ja auch anstrengend, aber ich darf das sogar vom Beruf aus sein. Ich bin neugierig, ja. Oh, okay, also vielleicht hast du das ja schon, aber jetzt ist ein bisschen Schleichwerbung, weil das ist eine Mega-Firma, die uns super unterstützt, bei allen Sachen, die wir so machen und uns auch geniale Einfälle bringt. Und wir haben früher immer so Bälle bedruckt, ne? Und das macht halt deinball.de, die machen das und dann ist denen immer was Geiles eingefallen. Kennst du sogar? Okay, also deinball.de, ne, bedruckt auch nicht nur Bälle, sondern halt Flaschen. Und dann gibt's so die Möglichkeit, so eine Flasche zu bekommen. Ja. Die Sportmentoring-Flasche sieht anders aus und dann wird das Foto, was wir von dir uns gewünscht haben, was ja einfach fürs Cover ist, aber auch für die Flasche. Und deswegen bekommst du diese Flasche zugesandt und da ist auch so ein Einlass drin, da kannst du Zitrone, Minze und so reinlegen und die darf dich dann gerne immer begleiten, wenn du ja, vielleicht auch mal deinen Marathon machst, dass du sie dann mit dabei hast und die dich dann supporten cool. darf. Ja, und ich habe tatsächlich gerade nach einer neuen Flasche gesucht für das Zweitligastudio, weil ich dort noch keine habe. Sensationell, also das ist doch richtig cool, dann hast du auf jeden Fall eine cool, am Start für dich. Und, da kann die mir auch keiner klauen. Nee, das ist klar. Und in Corona-Zeiten sehr gut, auch hier in unserem Büro. Jeder hat seine eigene Flasche, da kommt es zu keiner Verwechslung und dann haben wir da auch Sicherheit, was die Flaschen angeht. Nele, für diesen Podcast erstmal möchte ich dir einfach von Herzen Danke sagen. Danke für deine tollen Antworten und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Danke für eure Zeit und danke, dass ich euren Zuhörern Eindrücke und Erfahrungen liefern kann. Ich hoffe, dass Sie damit oder da was auch für sich rausziehen können. Total, absolut. Ja, danke, danke. Vielen Dank, dass du diesem Dialog ohne Masken zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn positiv bewertest und natürlich auch abonnierst, damit du immer die aktuellste Folge zeitnah hören kannst.
Falls du bestimmte Themen gerne hören würdest oder dir eine Frage einfällt, die wir unseren Gästen stellen könnten, dann schreib uns gerne an frage@dialogeohnemasken.de. Wir wünschen dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du gerade diese Folge hörst. Lebe mit Herz, Leidenschaft und Verstand. Dein Sharon.